Ich begrüße Sie herzlich zur Schweizerzeit Frühlingstagung. Der Frühling ist zwar eigentlich schon ziemlich vorbei. Wir sind schon im Sommer, aber das ist Tradition, dass dann, wenn wir Generalversammlung haben von der Aktiengesellschaft, dass es dann nachher die Frühlingsveranstaltung gibt. Ich kann Ihnen einfach sagen, es hat keinen Umsturz gegeben an der Generalversammlung von der Aktiengesellschaft. Die Schweizer Zeit geht weiter, wie man sich von ihr gewöhnt ist. Dividende wird erhöht. Das ist eine Spezialität bei der Schweizer Zeit. Sie ist eingetragen im Handelsregister als nicht gewinnstrebige Aktiengesellschaft. Das heisst, die da mitmachen, machen das ganz ideell. Sie kommen nie irgendeine Dividende über. Vielleicht einmal eine Einladung an eine Veranstaltung oder so etwas. Aber es ist ein ideelles Engagement, das hier stattfindet. Und das schätzen wir auch sehr. Also, wie immer, ein aktuelles politisches Thema. Ein Thema, das die Schweiz zurzeit wieder stark bewegt. Genügt unsere Armee? Die Zeiten haben sich verändert. Plötzlich sind wir nicht mehr nur von Freunden umzingelt, die dann so und so viel gesagt haben, ja, eigentlich brauchen wir ja gar keine Armee mehr. Wir stellen aber auch fest, dass der Ruf, wir müssen verbessern, wir müssen Vernachlässigungen aufholen, seltsamerweise dann gepaart ist mit der Idee, ja, aber wir könnten auch noch einen Teil verschenken. Wir haben bei uns heute den Präsidenten der Sicherheitskommission vom Nationalrat. Er steht mitten in diesen Beratungen inne. Wer noch vor einem Jahr gemeint hat, ja, das wird sicher jetzt einfacher, jetzt ist dann wieder alles für die Armee, der muss heute für die Neutralität der Schweiz kämpfen. Da ist die Kraft von denen, die da auf Ausverkauf tendieren, die sind nicht zu unterschätzen. Ich freue mich, dass wir den Mauro Tuena haben können gewinnen heute für das Referat. Selbstverständlich haben Sie nachher auch noch Gelegenheit, immer ein paar Fragen zu stellen und allenfalls auch Ihre Meinung kundzutun. Aber jetzt, wenn wir hören, der Sicherheitspräsident aus dem Nationalrat, was läuft dort, wie operiert man, wie operiert die SVP? Er ist ja als Vertreter von der Zürcher SVP im Nationalrat. Hast einen rechten Katalog vor dir und sicher ein gespanntes Publikum. Du hast das Wort. Danke vielmals. Hört man mich auch hin? Gut, ich bemühe mich laut zu reden, ich bin mir das gewöhnt, aus harten und hitzigen Kommissionssitzungen. Das können Sie sich vorstellen. Geschätzte ehemaliger Nationalrat Ueli Schlür, geschätzte Anwesende, vielen herzlichen Dank für die Anfrage und für die Einladung für das Podium. Ich habe voran, als ich reingekommen bin, schmunzeln. Da hat es Leute da, die ich von meiner langen Vergangenheit, ich bin jetzt 51, aber es hat also Leute hier, wo ich über 30 Jahre, also wo ich noch 20 war, kenne. Und das freut mich, da muss ich sagen, da blüht mein Herz, oder? Das wäre ja ein Abend, wo man ja auch in die Party gehen könnte. Was kommt man denn da an, dem Tuena zulassen bei dem schönen Wetter? Das freut mich wirklich, dass Sie da gekommen sind. Ich probiere es nicht allzu lang machen, so dass Sie Möglichkeiten haben, auch Fragen zu stellen, dass wir noch vor allem auch die Möglichkeiten haben, vielleicht in bilateralen Gesprächen, es hat ja geheißen, es gäbe ein Apero noch unten, weiter miteinander zu diskutieren. Ja, ich weiss noch, wo man mich gefragt hat, willst du das Präsidium für die Sicherheitspolitische Kommission machen? Also es ist dort zuerst ums Vizepräsidium gegangen, das ist vor 4 Jahren. Habe ich mir das überlegt und habe mich ein bisschen umgelassen. Und dann hat man mir gesagt, weißt du, deine Kommission, das ist ja nicht wichtig. Wirtschaftskommission ist wichtig oder die Umweltkommission. Das ist nicht so viel Arbeit, da habe ich aber gleich gedacht. Sicherheit ist ein Thema, das mich immer fasziniert hat, das mich immer beschäftigt hat. Ich habe meine Lehre, vielleicht wissen die einen oder die anderen von Ihnen noch, was das für eine Firma war, in der Contravis gemacht.
Contra Aves gegen Vögel, Flugabwehrfirma in Seebach, Elektroniker gelernt und noch viele Jahre dort gearbeitet. Ich gehöre vermutlich zu den ganz wenigen im Parlament, wo jeder von den Leopard 2 Panzer, der in der Schweiz in Lizenz hergestellt wurde, einmal ein Teil in der Hand hatte, nämlich das Periskop. Ich habe dieser Periskop-Elektronik Justierungen gemacht, zuerst als Lehrling und nachher noch als Mitarbeiter und dann Skyguard. Also ich kenne Materie, weiss Gott. Ja, und dann, letztes Jahr, hat mir im Januar Viola Amherd angerufen und gesagt, du weisst, die F-35. Ich müsste sie ja nicht ins Parlament bringen, ich könnte sie ja selber entscheiden. Aber ich bringe sie ins Parlament, das kommt jetzt in deine Kommission. Da habe ich gedacht, ja, das ist gut, da gibt es ein bisschen spannende Sache. Habe aber dort zumal gedacht, das wird eine harte Sache, weil die Mehrheitsverhältnisse ja relativ knapp sind und gleichzeitig noch eine Unterschriftensammlung gelaufen ist gegen die F-35. Und für mich war glasklar, dass wir diese Maschine brauchen, für die Verteidigungsfähigkeit von unserem Land aufrechterhalten. Dann ist es einen Monat gegangen und dann hat der Krieg angefangen. Sie alle wissen es, rund 1600 Kilometer Luftlinie von uns entfernt, tobt ein Krieg, wie in vielen Köpfen sich schwierig vorstellbar war, dass der überhaupt so hat können stattfinden konnte. Wenn man so 3 oder 4 Jahre zurückgeht, da die sogenannte Armeebotschaft, du weißt noch, was das ist, wo man das Material für die Armee bewilligt hat für die nächsten Jahre, da haben, ich weiss die Namen nicht mehr von diesen Linken da, ich kann mir das am liebsten nicht so merken. Graf, Seil oder Seilengraf, glaube ich. Ah, genau. Die hat gesagt, territoriale Angriffskriege, so wie wir das erzählen, das sei unmöglich, das gäbe es nicht mehr. Krieg fände ich heute nur noch im virtuellen Raum, im sogenannten Cyberraum statt. Heute haben wir den territorialen Angriffskrieg, wie es offenbar nie mehr geben wird. Haben wir genau so. Und ich glaube, und für die SVP vor allem, ist es wichtig, dass wir unsere Armee auf Eventualitäten vorbereiten können. Oder ich meine, Sie wissen das. Man hat die Armee faktisch kaputt gespart in den letzten Jahren. Das sind auch bürgerliche Bundesräte. Können wir uns nicht daraus nehmen. Sind da Mitbeteiligte gewesen. Man hat sie auch personell runtergefahren. Wir sind von rund 600'000 Mann heute auf rund 100'000 Mann runter, oder? Und mit den Kosten kann man schon sagen, wir sind immer bei denen beim gleichen prozentualen Anteil vom BIP gewesen. Aber frankenmässig hat das natürlich immer abgenommen, oder? Also hat man sie auch materiell kaputt gemacht. Und es ist heute nicht möglich, die Armee in der gleichen Zeit, wie man sie abgespart hat, sage ich mal, personell verkleinert hat, wieder auf den Stand von dazumal bringen. Schlicht und einfach nicht möglich. Wir müssen froh sein, wenn wir mindestens mit dem Personal jetzt mal auf 120'000 Mann können erhöhen. Und dann ist noch der ganze der Zivildienst, die ganze Geschichte mit dem Zivildienst, mit der Abschaffung von der Gewissensprüfung und so weiter kommen. Das heisst, ein junger Mann, der Militärdienst tauglich wäre, kann heute einfach sagen, passt mir eigentlich nicht so. Ich gehe ein bisschen den Zivildienst, der so ein bisschen locker ist, nicht militärisch geführt, im Gegensatz zum Zivilschutz, oder? Für die ein gesundheitliches Problem haben. Und das geht natürlich nicht. Oder? Das geht nicht und das müssen wir korrigieren. Das haben wir wollen, ein bisschen korrigieren, aber dann die Mehrheit nicht gehabt. Was wir allerdings hatten, ist die Mehrheit für die F-35A. Da konnte man ein bisschen die Gunst der Stunde nutzen, auch wenn das jetzt ein bisschen hart tönt. Sie wissen das, die haben wir inzwischen bestellt und die Initiative, die ist ja gar nicht zustande gekommen. Weil wer will in Kriegszeiten schon etwas unterschreiben, dass man einen Luftschirm, also sprich einen wesentlichen Bestandteil von der Verteidigung, den wir brauchen, nicht beschaffen. Das ist durch. Gleichzeitig haben wir auch gesagt, wir erhöhen das Armeebudget erhöhen von 5 auf 7 Milliarden Franken. Wenn wir die Zahlen heute nehmen würden, wenn wir die Zahlen bis 2030 nehmen würden,
sind es dann etwa 9 Milliarden Franken. Der Bundesrat ist jetzt zwar zurückgekrebst, aber auch da probieren wir dann in den Budgetdebatten entsprechend Gegensteuer zu geben. Das waren so Diskussionen gewesen im letzten Jahr, wo unsere Armee anbelangt. Und dort müssen wir aber dranbleiben, das ist ganz wichtig. Die SVP ist da Bestandteil. Wir haben in der Kommission Mehrheiten. Im Rat ist es also knapp. Es gibt doch den einen oder den anderen, gerade von der Mitte, der dann halt nicht mehr mitmacht, der sagt, oh nein, brauchen wir das wirklich? Wir sind ja umgeben, faktisch aus dem Österreich von NATO-Staaten und so Zeug, höre ich da. Dann ist es aber auch die Bundesrätin. Die Bundesrätin, die mir Bauchweh macht. Viola Amherd. Statt da, um unsere Armee sich zu kümmern, hockt sie ewig in dem Brüssel. Ja, mit dem NATO-Generalsekretär verhandeln, tanken, irgendwelche Kooperationsgeschichten machen, Übungen und so weiter. Nein, da haben wir gesagt, es geht nicht. Ich bin auch sehr froh, liegt sie auf. Ich weiss es gar nicht. Neutralitätsinitiative. Ja, er hat jemand gesammelt. Ja. Ja. Ah, ist jemand am Sammeln. Danke vielmals. Da müssen wir Gegensteuer geben, weil das gibt namhafte Kräfte in dem Bern, namentlich in dem VBS, die sich dieser NATO annähern wollen. Annähern ist ein bisschen gelinde gesagt. Mit dieser NATO vermehrt zusammenarbeiten. Das ist eine Salamitaktik. Natürlich, heute ist ein NATO-Beitritt nicht mehrheitsfähig. Beim Bündnisfall wissen Sie alle, was das heisst. Aber ewig auf das Brüssel gleich mit dieser NATO und dann kommt man wieder da in Übung. Und ich weiss nicht, wie lange, vorgestern haben wir es traktandiert gehabt. Wie lange geht es noch, bis wir Artikel 5 Übungen machen, sogenannte Bündnisfallübungen, oder? Dann ist dann eine rote Linie definitiv überschritten. Es braucht dann nicht mehr viel, bis man dann plötzlich auf weitere Sachen kommt. Das macht uns Sorgen. Und ich komme jetzt zum Thema, was uns im Moment beschäftigt, was in unserer Kommission ist, das ist die ganze Geschichte mit den Waffenlieferungen. Weitergabe von Waffen. Die SVP ist völlig klar, steht ein für die Rüstungsindustrie. Wir haben das Parlament hat den grossen Fehler im September 2021 gemacht, wo man das Kriegsmaterialgesetz, der Artikel 18, angepasst hat und gesagt hat, dass man dem Bundesrat keine Kompetenzen mehr gibt für irgendwelche Ausfuhr Weiterausfuhr von Waffen. Und zwar war das darum, weil irgendwelche Geschichten mit Saudi-Arabien und was weiß ich nicht was gekommen sind und dann die Korrekturinitiative gemacht worden ist, hat es einen Gegenvorschlag gegeben. Zu der Korrekturinitiative, wo man gesagt hat, wir nehmen die Kompetenz weg. Mitte, allen vor Ort, Frau Ständerätin Andrea Gmür von Luzern, war in dem Initiativkomitee und heute will sie ja von dem nichts mehr wissen. Oder? Und jetzt ist ein Krieg, ein schlimmer Krieg. Ich verurteile den Krieg wirklich, aber die Schweiz ist neutral. Und soll aus meiner Sicht auch neutral bleiben. Die SVP hat eine Klausurtagung zu diesem Thema gemacht. Das hat bei uns Leute gegeben. Ich war Referent für die Neutralität. Es hat andere gegeben, die waren anderer Meinung, die gefunden haben, nein, das können wir jetzt nicht machen. Jetzt muss man schauen, dass man die Ukraine mit Waffen unterstützt. Neutralität, geschätzte Anwesende, Neutralität ist unangenehm. Ist unangenehm. Oder? Weil man kann sich nicht auf eine Seite stellen. Man kann nicht sagen, ich gehöre zu dir oder so. Neutralität muss man erklären. Man kann sie erklären und Neutralität muss man aushalten. Neutralität heisst aber, und Neutralität ist auch nicht beugbar. Man kann nicht sagen, einmal ist sie so, ein bisschen dehnen, einmal ist sie so, wie jetzt das ein paar wollen. Neutralität heisst, man tut sich in so einem Fall nicht in fremde Geschichten einmischen. Und es gibt jetzt Kräfte in meiner Kommission. Es sind so in Einzelfällen ist es eine knappe Mehrheit, die der Meinung sind, wir müssen jetzt alles daran setzen, dass wir, ich habe es rausgeschrieben, dass wir können ermöglichen, direkte Waffenlieferung von der Schweiz in die Ukraine
Mit niemand ist auch nicht mehrheitsfähig. Aber dass wir mindestens Gänge ermöglichen, das macht die SVP nicht mit, dass wir Waffen weiterliefern können. Aber wenn man schaut, weiss jemand, was das für Waffen sind. In Deutschland sind es 12.400 Schuss, 35 mm Gepard, Flugabwehrmunition. Munition, die für rund 10 Minuten langt. 10 Minuten, nicht kriegsrelevant. Nicht kriegsrelevant. In Dänemark stehen Piranha 3 Schützenpanzer. Es sind, glaube ich, jawohl, es sind 7, die man würde in die Ukraine liefern. 7. Und das dritte ist, in Spanien stehen 2 Schweizer Flugabwehrkanonen, die man liefern will. Um die drei Punkte geht es. Und für die drei ist man bereit, alles über den Haufen zu werfen, was wir in der Vergangenheit hatten. Einfach zum Sagen, wir stehen gut da. Bis jetzt, und das ist der einzige Punkt, den ich dem Herrn Bundesrat Bärs antraue, bis jetzt haben wir im Bundesrat für die Idee der SVP eine Mehrheit gehabt, nämlich die welsche Elisabeth Baumschneider, wo wie die welsche SP nichts Hand bietet für Waffenweiterlieferungen, also in unserem Sinn, der Bundespräsident Perse, der das eben auch nicht macht, und unsere 2 macht 4. Das ist aber der einzige Punkt. Der Rest habe ich nichts mit dem Mut. Aber man hat eine knappe Mehrheit in den beiden Kommissionen, dass jetzt meine Kommission, also meine sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat, den Auftrag hat bekommen, um eine Lösung zu finden, wie dass man das Kriegsmaterialgesetz, ist dann insbesondere der Artikel 22, könnte ein bisschen umgehen, ein bisschen aufweichen, so ändern, dass man ausschließlich in die Ukraine während einer begrenzten Zeit könnte die Freigabe machen, rückwirkend, dass man die Munition und die Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, zum Liefern. Jetzt müssen Sie einfach sehen, die Länder haben alle unterschrieben, dass man mit einem Wiederausfuhrstopp, das heisst, man will rückwirkend Verträge ändern. Ja, um Himmels Willen. Wenn Bern anfängt, rückwirkend Verträge ändern, warten Sie dann nur, bis man es dann bei den Steuern einmal macht, oder? Ja, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Bin froh, hat, und vielleicht brauchen wir dann da noch deine Hilfe, das weiss ich noch nicht. Wenn dann das Gesetz kommt, ist es ja referendumsfähig, oder? Ich wäre da so bereit, in die Hose zu steigen und in einen Referendumsabstimmungskampf gehen, weil so kann man es sicherlich nicht machen. Gleichzeitig hat man jetzt beschlossen, 25 Leopard 2, die wir in der Reserve haben, die im, darf man glaube nicht sagen, ich sage jetzt Kanton Thurgau, he? Jeder weiß, wo es stehen. Wo im Kanton Thurgau, in der Ostschweiz stehen, hat man 25 Leopard 2 außer Dienst gestellt, mindestens der Nationalrat, der Ständerat muss noch beraten, dass man die kann auf Deutschland liefern, auf Deutschland, ausschließlich auf Deutschland. Es geht nicht weiter in die Ukraine, ist aber nur die Halbwahrheit. Mhm. Deutschland hat vor 2 Monaten ihre Panzer in die Ukraine geliefert. Ja, aber das muss ich dann schon sagen. Ich habe in der Tagesschau gesagt, das schmeckt doch nach einem Ringtausch. Das ist doch ansatzweise mindestens, kann man davon reden, oder? Ein direkter Ringtausch wäre, wenn ich meine Panzer Deutschland liefere und sie noch ihre Panzer in die Ukraine liefern. Dann ist ein Ringtausch wäre verboten. Aber auch das, oder? Das sind einfach so Geschichten. Oder dann die 96 Leopard 1. Alte Panzer, die der Schweiz nicht gehören, die gehören Italien, stehen aber bei der RUAG. Die RUAG hat die mal gekauft, warum, wissen wir ja auch nicht. Das nimmt mich dann auch noch Wunder. Was die in Rom machen. Wäre heute traktandiert im Bundesrat, ist jetzt aber verschoben auf die nächste Bundesratssitzung. Die sollen direkt in die Ukraine gehen. Es betrifft das Kriegsmaterialgesetz nicht, weil die sind weder in der Schweiz hergestellt worden, noch sind die je in der Schweiz gewesen. Es betrifft aber die Ukraine-Verordnung. Die Ukraine-Verordnung, oder? Und ich glaube nicht, dass der Bundesrat den Artikel 2 von der Ukraine-Verordnung derart ändert,
dass man plötzlich Panzer, die im Besitz des bundeseigenen Rüstungsbetriebs sind, in die Ukraine liefern. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also wir müssen einfach ein bisschen aufpassen. Natürlich sind es verschiedene Gesetze, aber im Volk versteht niemand, was die feinen Unterschiede sind. Ist es Artikel 18 Kriegsmaterialgesetz? Ist es Artikel 22? Ist es die Ukraine-Verordnung der Artikel 2? Ich bin nicht Jurist, das Zeug jetzt auch müssen wir erarbeiten. Aber es versteht niemand. Es ist einfach die Schweiz. Entweder gibt man die Freigabe oder gibt man nicht. Oder man gibt sie nicht. Übrigens, die Diskussion kommt dann auch noch bei diesen 25 Panzer, wo man jetzt einfach verscherbelt, die eigenen Panzer. Ich bin dort enttäuscht von der Bundesrätin. Ich wollte wissen, vielleicht weiss es jemand von Ihnen. Ich weiss es. Ich habe angerufen, beim Hersteller. Wenn ich heute Panzer bestelle für die Schweiz, wie lange geht es, bis ich die habe? Was denken Sie? 20 Jahre. Nein, weder 5 noch 20. Es sind etwa 9. Und Rheinmetall ist nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich anbricht, eine Version A8 zu machen. Vermutlich müsste man es. Gibt ja noch einen zweiten Hersteller, da nicken viel. Kennen Sie sich aus. Also etwa 8 Jahre. 8 Jahre. Ich finde, man kann die alten Panzer kann man weggeben. Aber erst, wenn wir unseren Bestand wieder aufgefüllt haben von der Schweizer Armee. Sicher nicht jetzt unsere Reserven. Silberbesteck, Entschuldigung. Ja. Das Tafelsilber, jawohl. So haben wir es gesagt im Nationalratssaal. Jetzt gehen weggeben. Einfach zum gut dastehen. Neutralität faktisch aufgeben. Faktisch aufgeben. Wir haben an dieser Klausur gesagt, dass wir jetzt im Moment keine Hand bieten für gar nichts. Also auch der Artikel 18, wo ich der Meinung bin, müssen wir dann wieder anpassen, sonst haben wir dann irgendwann ein Problem mit der Rüstungsindustrie. Muss man aber machen nach dem Krieg, jetzt während dem Krieg, die Spielregeln ändern, versteht niemand. Jetzt hat man das so gemacht. Mitte war, Gerhard Pfister, ich habe es vorhin gesagt, Andrea Gmür und so weiter. Da kann man nicht jetzt kommen und im Hochgeschwindigkeitstempo das Zeug wollen, ändern. Kann man dann noch hin, muss man das machen. Wir sind schon mit den Sanktionen weit gegangen, das wissen Sie, das betrifft jetzt nicht mein Thema, aber auch das ist aus neutralitätspolitischer Sicht. Ist das also höchst heikel, oder? Und jetzt gibt es Bundesräte. Frau Amherd war es übrigens auch, die plötzlich gesagt hat, ja, yeah, man sollte doch jetzt die Gelder, die wir jetzt einmal eingefroren haben, einziehen. Aber das sind Leute, die mit dem Krieg nichts zu tun haben. Die hat man jetzt einfach eingefroren, aus was für Gründen auch immer. Aber ich kann doch Gott vertellen, nicht an einem privaten Geld wegnehmen, eingefroren, da gibt es möglicherweise gibt's Gründe, warum man das macht, aber nachher das Geld behalten und sagen, so, wir geben jetzt das irgendwann. Das geht nicht. Oder? Das geht. Wir müssen wirklich aufpassen. Ja. Oh, das Problem ist, wenn man das einmal macht, macht man es immer wieder. Man schafft ganz gefährliche Präjudizien mit solchen Geschichten. Und das ist die Problematik an dem ganzen Fall. Ich sage es nochmal. Neutralität ist unangenehm. Meine Mutter hat mir angerufen, um Himmels Willen, wieso liefert er jetzt dort keine Waffen? Das sei ja ganz schlimm. Dann hat sie das Telefon abgehängt, ich konnte das dann zwei Tage später erklären. Aber man kann es erklären. Man muss es erklären. Und man kann es auch im Ausland erklären, der Bundesrat Parmelin. Und ich bin wirklich froh. Wirklich froh ist die Geschichte im Departement von Herrn Parmelin und nicht bei der Frau Amherd, das ist Seco, wo das alles muss bewilligen. Die bleiben pickelhart. Das ist ein Entscheid vom Parlament. Ist auch ein Entscheid im Sinn von der Neutralitätspolitik. Es kommt dann auch ein Neutralitätsrecht rein. Vielleicht ist der eine oder der andere von Ihnen Jurist. Hager Abkommen und so weiter mit dem Gleichbehandlungsgebot, oder? Ich will dann wissen, wenn man der Ukraine Waffen liefert und dann den Russen auch, was dann das Volk sagt.
Also, es sind alles gefährliche Sachen. Ich habe gelernt, sich nie in Streitereien von zwei Fremden, sage ich jetzt einmal, von zwei, die mich nicht betreffen, einmischen. Dem fällt mir am besten. Aber es ist klar, wenn der Krieg dabei ist, und das macht die Schweiz ja, dann helfen wir. Das haben wir immer gemacht. Wir haben ja auch mit dem Status, mit dem speziellen S-Status, haben wir Hand geboten. Aber Waffen liefern geht zu weit. Und Geräte liefern, die für den Kriegsverlauf maßgebend sind, zum jetzigen Zeitpunkt, auch das ist schwierig zu erklären. Haben wir aber gesagt, machen wir nicht. Minenräumungsgeräte liefern wir nach dem Krieg, wenn wir sie jetzt brauchen, wenn wir sie jetzt liefern. Zelensky hat das immer gesagt, er bräuchte die, dass er sich an die Front führen kann, fliegen. Dann ist es kriegsrelevant. Das geht einfach auch nicht, oder? Das ist die Haltung der SVP, die haben wir einstimmig gewählt, nach harten Diskussionen. Der Ständerat hat dann zwei Ständeräte nichts wissen von dieser Einstimmigkeit. Sonst wäre die Geschichte da nicht durchgekommen. Aber im Nationalrat jede Abstimmung einstimmig festgehalten. Und da bin ich also dran. Da gehe ich also auch hinter mit den Leuten, wenn dann jemand nicht aufstrecken oder drücken will. Was dann auch los ist, oder? Das sind die Arbeiten der Kommission. Es ist nicht einfach, in der jetzigen Situation so eine Kommission zu führen. Es sind plötzlich alles Experten, oder? Experten für die Neutralität, oder die Major-Rieniker, Experten für Waffen, Priska Seiler-Graf. Nein, das ist nicht in meiner Kommission, Paderan. Nein, Gott behüte, du Himmel. Himmel. Es sind plötzlich alles, Experten. Ich habe gesagt, wir sind nicht, also ich bin nicht Experte und unsere Delegation hat dann gesagt, wir holen uns die Experten. Wir haben Hearings gemacht mit den Fachleuten, was darum gegangen ist, was braucht die Armee, wie sollen wir, was sind die Hintergründe, warum und wieso. Und ich glaube, wir sind nicht schlecht gefahren mit dem, so wie wir es heute haben. Im Moment haben wir die Mehrheiten noch. Ich hoffe, dass wir auch haben. Wir haben es vor allem dann, wenn sie am 22. Oktober an die Urne gehen und schauen, dass die SVP-Delegation in Bern gestärkt werden kann, in ihren Kantonen. Die im Kanton Zürich wohnen, dort bin ich ja selber auf der Liste. Aber es ist wichtig, dass wir uns stärken können und dass wir mehr von der SVP werden in dieser Frage. Aber auch in kommenden Fragen mit der Neutralität, über das werden wir reden. Die Initiative kommt zustande, da bin ich ganz sicher. Und wenn ich selber noch mal muss in einer Nachtaktion Unterschriften sammeln. Ist wichtig. Ist wichtig. Bitte helfen Sie mit. Danke vielmals. Besten Dank, Mauro Tuena. Ich gebe gerade weiter ins Plenum. Wer hat eine Frage? Wer hat eine Meinung? Hans-Peter Amrain. Entschuldigung, ich sehe sie fast nicht, wer da Ding wegen dem Licht. Oh, ja. Mauro hat Peter Amrain. Das Frühstücksprogramm 21 gegeben. Was mir gesagt hat, hat sie Ihnen Panzerabwehrwaffen gehabt über einen Infrarotkopf. Geliefert von den Engländern. Was mir gesagt hat, hat Frau Bundesrat Amtgewehr darauf verzichtet und die Waffen sind in die Ukraine geliefert worden. Kannst du das bestätigen? Und kannst du als Nichtjurist mir sagen, wieso dass der Auditor nicht gegen die Dame untersucht hat und dass sie nicht in der Kiste ist? Und der zweite Punkt. Moment, ich will gerade den schnell. Der zweite Punkt, es geht ums Gleiche. Ah. Haben wir weitere so Sachen im Rüstungsprogramm 22 gehabt oder im Rüstungsprogramm 23? Und ich bin doch überrascht, dass deine Partei nichts gemacht hat zu dieser Sache. Die SVP, die ja sonst immer macht, oder? Und ich bin überrascht, dass scheinbar jetzt immer noch nichts passiert mit der Frau Amtgewehr. Weil ich denke, Frau Amtgewehr ist nicht mehr wählbar Ende Jahr, denn sie hat unsere Wehrbereitschaft massivst beschädigt. Ich kann bestätigen, dass die Geräte, die wir bestellt haben, in der Schweiz erst später geliefert werden, weil sie, ist ihre Kompetenz, ist allerdings schon nach der
Beratung zum Rüstungsprogramm gsi, wir gar nichts mehr können machen, gesagt hat, jawohl, wir verzichten auf unsere, und, also verzichten, wir verzichten vorerst auf unsere und geben die jetzt in die Ukraine und nehmen unsere dann etliche Jahre später. Wir haben das mit einer Medienmitteilung kritisiert gehabt. Wir haben in der, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wegen komm, ja, ist ja gleich. Wir haben in der GPK haben wir das abklären lassen, ob das auch wirklich ihre Kompetenz ist, weil sie ja nach der Armeebotschaft ist. Aber das ist es, weil die Armeebotschaft gibt den Budgetrahmen frei. Was noch an wann geliefert wird, ist in der Kompetenz der Armee bzw. abschliessend von der Bundesrätin. Das ist dort der Hand. Ja. Du musst vielleicht aufstehen. Ja. In jungen Jahren war ich einmal stolz darauf, dass man eine starke Armee hat. Das war noch zu Schwarzenbachs Zeiten. Jetzt muss ich mich fragen, seither kommt gleich jeder nie, der will, muss nicht einmal eine Waffe in der Hand haben. Er kann einfach kommen und wird sogar noch willkommen geheißen und noch ein bisschen unterstützt. Da muss ich mich dann gleich bald fragen, für was ist unsere Armee noch da? Gut, das sind ein bisschen zwei Themen. Also wir kommen, jetzt weiss ich nicht, morgen oder am Dienstag, ich weiss es gar nicht mehr. Jetzt in diesen Tagen mit der Nachhaltigkeitsinitiative, wo wir einmal mehr das Thema von der Zuwanderung aufgreifen. Das ist ja der Teil, dass jeder kann kommen kann. Wo ich mich aber entschieden wäre, und ich habe so einige Bestrebungen gehört, ist, dass man plötzlich Leute mit einem sogenannten Ausweis C, also Niedergelassene, in unsere Armee aufnehmen. Das war die gleiche Diskussion, auch, als ich hier in Zürich noch Politik gemacht habe, in der Stadt, für die Stadtpolizei und Kantonspolizei. Das haben wir im Polizeigesetz jetzt können ändern, dass das nicht geht. Also da würde ich mich entschieden wehren. Übrigens, ich erlaube mir das an dieser Stelle auch noch sagen, für die Frauen ist es ja ganz wichtig, die sogenannte Frauenförderung. Ich bin ja nicht dagegen, dass man, aber dass man es so energisch macht, wie jetzt das die Frauen macht, da bin ich, habe ich schon meine kritischen Punkte. Oder Frau Beck. Frau Beck, die Ruag-Chefin, hat ja ums Verrotten mit einer Frau. Sie hat mir keine gefunden, die aus der Branche kommt. Hat mir eine genommen, die noch nie in ihrem Leben etwas von Waffen gehört hat. Und dann geht sie auf ein Podium und erzählt, ja, tun doch die Waffen einfach liefern. Ja. Erzählt sie noch, das sind ja dann eure Gesetze, die brechen. Das stimmt ja nicht einmal. Es ist ein Vertrag mit der Schweiz, was brechen. Und die Frauenförderung wird ja jetzt Frau Amherd auch machen in der Armee. Ich finde es richtig, dass man den Orientierungstag als Pflichttag macht. Aber ich wäre dagegen, dass man eine Dienstpflicht für die Frauen einführt, weil das ist nicht zu Ende denkt, oder? Dann haben wir nachher irgendwann ein Problem mit dem Milizsystem. Wer will Armee machen? Um Himmels Willen, noch so gern. Nehmen wir gern, ist völlig unbestritten. Aber eine Pflicht funktioniert nicht, weil im Falle eines Falles, Generalmobil mache ich, das Wort gibt es ja nicht mehr. Aber in einem Kriegsfall, wo die Bevölkerung muss einrücken, Entschuldigung, und dann muss Frau und Mann einrücken. Wer schaut dann die Heim für die Familie? Also es ist einfach nicht zu Ende gedacht, oder? Das ist der Punkt, warum ich und jetzt auch unsere, das haben wir noch nicht in einer Fraktion behandelt, aber ich glaube, ich habe sie hinter mir. Warum ich gesagt habe, bieten wir keine Hand, oder? Jetzt muss ich Ihnen noch eine Erinnerung erzählen, die ich selber an die Frau Amherd habe. Ich habe nämlich noch 4 Jahre mit ihr besetzt in der Sicherheitskommission von 2007 bis 2011. Man hat keine Sitzordnung in der Kommissionssitzung, aber man sitzt immer etwa gleich. Wenn die Fraktion sitzt ja zusammen, muss man manchmal etwas schnell besprechen. Dann hat es einfach ergeben, mir gegenüber ist in diesen Jahren immer die Frau Amherd gesessen. Ich hatte sie also immer vor mir und angeschaut. Und als sie ins Gespräch kam, als Bundesrätin, habe ich mich angefangen zu fragen,
was hat sie denn eigentlich dort einmal gesagt? Ich meine, man hat ja von verschiedenen, die können ganz andere Meinungen haben, aber sie hinterlassen einen gewissen Eindruck, wo man weiß, ja, die in der Kommission hat damit den und den Standpunkt vertreten. Ich weiss, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber eigentlich aus meiner Erinnerung muss ich sagen, die hat 4 Jahre lang überhaupt nichts gesagt. Die war einfach da gewesen, hat sicher gestimmt, wie man gesagt hat, aber dass man irgendetwas wüsste, sie hat eine Ahnung von Sicherheitspolitik, habe ich also in diesen 4 Jahren nie erlebt mit ihr. Jetzt, ja, Herr Pedro Reiser. Ich glaube, Sie, Frau Anhert, ist sicher ein grosses Problem, aber nicht das einzige Problem. Ich habe vor ein paar Monaten den Nebelspalter so ein Forum organisiert mit dem Süssli, mit dem Chef der Armee. Und der Süssli hat also, was er da gesagt hat, das ist praktisch, was ein Auto sagt, oder? Über die Weltlage. Und dann habe ich nach dem Vortrag bin ich dann zum Süssli und habe gesagt, aber haben Sie denn nicht eine schweizerische geopolitische Sicht, dass Sie da jetzt einfach die NATO-Sicht aber deklinieren? Und dann hat er gesagt, hören Sie, ich bin jetzt in Polen und in den baltischen Staaten, die sind ganz einverstanden mit mir. Du nur. Ich bin einmal als Junge im 91 an einer Veranstaltung von Christoph Blocher damals, so eine von meinen Ersten, und sie ist mir geblieben, wo er gesagt hat, hüte dich vor Bundesräten, die in Brüssel sind. Das war hier wegen dem EWR. Das hat sich nichts geändert. Das hat sich überhaupt nichts geändert. Ist immer noch gleich. Ja, aber das ist der Chef von der Armee. Ja, ja, aber der Chef von der Armee redet ja genau gleich. Also ich habe ihm gesagt, du bist viel zu viel in dem Brüssel und irgendwo und tust da. Das ist der Punkt, der mir Sorgen macht. Übrigens, ich glaube in der Weltwoche, ich weiß gar nicht mehr. Ich gehe nicht davon aus, dass der Süssli General würde im Kriegsfall. Ja, bitte. Also wir haben mal im Haus von der Freiheit auch zum Thema Armee debattiert. Du bist dabei gewesen, ja. Der Wollenstein dabei gewesen, Schweizerische Offiziersgesellschaft dort mal noch. Also ich kann nur sagen, wir sind ja dann zum Punkt gekommen, dass wir eigentlich 2 große Probleme haben. Eins ist ein Mannschaftsproblem, das heisst, wir haben zu wenig Leute, weil wir zu wenig Material haben, um sie auszurüsten. Und wir haben zu wenig Material, weil wir zu wenig Interesse haben von den Leuten, um in die Armee hineingehen. Jetzt würde ich sagen, wenn wir in der RUAG, und das ist ein schweizerisches Unternehmen, im Besitz von Leopard 1 Panzer sind, oder? Und das ist hervorragendes Material zum Soldaten ausbilden, Panzersoldaten. Da könnte man jetzt viele junge Männer begeistern und sagen, komm doch jetzt in die Schweizer Armee, wir tun die Territorialverteidigung stärken, wir tun wieder dafür sorgen, dass man das Flachland glaubwürdig Dissuasion machen könnte, also verteidigen könnte. Schaff mit, komm rein, du kommst gutes Material über, mit dem du auch gut als Anfänger gut zu Rang kommst. Je komplexer das Waffensystem, oder je schwieriger ist es für den Anfänger zum Einstieg. Also ich würde sagen, gehen wir mal zu dieser Ruhe und sag, wieso nicht der Schweiz die Panzer zur Verfügung stellen? Wir brauchen sie dringend, weil wir haben ja zu wenig Leute, wo für die Panzertruppen tätig sind. Gut, ich weiss nicht genau, oder weil die sind ja nicht in der Schweiz. Ich kann nicht sagen, in welchem Zustand dass die Leo 1 sind. Ich weiss nur die Leo 2, also eben die, die hier in Thurgau. Im Thurgau stehen, die müssen wir Kampfwert steigern. Wir haben dort eine Offerte mal einholen lassen. Wir bringen dann das in den ständerätlichen Debatten ein. Das ist ungefähr 3,8 bis 4,2 Millionen Franken, dass wir es wieder auf dem Stand haben. Aber aufpassen, das weiss ich jetzt noch, weil ich mal auf Leopard 2 gearbeitet habe, so lange.
Ein Leo 1 und Leo 2 kann man nicht vergleichen. Letztens ist in einer Zeitung gestanden, es war, glaube ich, der Tag, dass es die gleiche Wanne ist und man kann nur, aber das ist ja Guckauszeug. Also stimmt einfach nicht. Man kann einen Leo 1 nicht zu einem Leo 2 machen. Also dort müsste man dann zuerst noch schauen, wie der Zustand dieser Geräte ist. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Unsere weiss ich. Also wir haben auch verschiedene Versionen. Es gibt vermutlich ein paar, die genau wüssten, wie viel von welcher Version innerhalb des Leo 2, also A4, 5, 6 und so weiter. Ja, Herr Andi Drüssel, ja, sicher. Ja. Herr Nationalrat, danke vielmals für Ihre Auslegeordnung. Ich habe zwei, drei Bemerkungen und dann noch eine Frage. Wir haben das Pfäffingen-Forum gehabt, wo die Frau Bundesrätin Amherd berichtet hat, im Baselbiet. Auf das habe ich 7 Fragen gestellt. Ich musste viermal intervenieren, bis ich endlich von ihrer Freundin, von der Frau Hauser, eine Antwort bekommen habe. Die Antworten waren nichtssagend. Die gleichen Fragen haben wir dann nochmal gestellt. Ich konnte leider nicht teilnehmen an der Allianz Sicherheit Schweiz. Er hat unseren alten Regimentskommandant gemacht. Der Süße hat Antworten gegeben, noch nichtssagender. Ich habe ein bisschen an den Dienst gemacht, ich war am Schluss Stabschef von der 8. Division. Und ich muss sagen, die Lagebeurteilung von Herrn Süssli zum Beginn des Ukraine-Krieges, das war glaube ich schon ein halbes Jahr herum, da hat der Generalstabskurs 3 nicht lebendig verloren. Das kann ich euch sagen. Das war unbrauchbar. Jetzt meine Frage. Wir wissen, dass unsere Panzerbrigaden nicht voll ausgerüstet sind. Es fehlen 56 Panzer. Und wir geben 25 ab. Wissen das eigentlich die National- und Ständeräte? Also wir wissen, es ist gesagt worden, Frau Amherd und der Thomas Süssli, vermutlich im Auftrag von der Frau Amherd, haben gesagt, also sie können die Ratsdebatten ablösen. Es ist am Donnerstag von der letzten Woche gewesen, gerade unmittelbar nach dem Mittag, und gesagt, man brauche die nicht, man kann, ich zitiere, locker auf die verzichten. Wir haben entgegnet, wir haben uns eben nicht informiert beim Thomas Süssli oder bei der Frau Amherd, sondern sind auf die OG Panzer oder entsprechend im Kanton Zürich haben wir sehr einen engen Kontakt generell mit der Offiziersgesellschaft. Oder wir kennen ja sonst noch, ich zum Beispiel, einen persönlichen Freund von mir, der Divisionär Rolf-André Siegenthaler, ist für die Logistik zuständig, aber man versteht ja vermutlich gleich ein bisschen etwas. Oberst im Generalstab Bourgeois und so weiter. Alle, außer Frau Merd und Thomas Süssli, sagen das, was sie jetzt gesagt haben. Wir sind uns am Überlegen, das können wir jetzt in diesem Ding nicht, weil das hätten wir schon lange machen müssen. Wir haben ja den, ich muss fairerweise sagen, der Antrag Panzer abgeben, ist ganz schnell gekommen. Das haben sie im Hintergrund gemacht, dass wir nichts mitbekommen. Und ist an dem Tag, wo er eingereicht wurde, auch durch. Von einer knappen Mehrheit, ist übrigens von der FDP eingereicht worden. Von der FDP, lassen Sie sich das mal auf der Zunge vergehen. Ich hoffe, die Generäle haben das dann gehört, oder? Oder die Offizier von der FDP. Da werden wir nicht mehr viel machen können. Wir werden jetzt, wir sind ja in den Differenzen, den Rat einbringen, dass wir den Rest Kampfwert steigern, wo wir hier haben. Und wir schauen, auf die Budgetdebatte geht es nicht mehr, weil wir sie nicht können, auf die Armeebotschaft geht es nicht mehr, weil wir sie, das kann man so nicht ändern. Dass wir aber auf die nächste Armeebotschaft das nächste Jahr reinnehmen, dass wir entsprechend den Bestand analog den Zahlen, die Sie jetzt gesagt haben, wir haben das schriftlich festgehalten, erweitern. Ich will einfach sagen, die Lieferfristen werden uns einen Strich durch die Rechnung machen, oder? Ja. Also, wenn Sie alle kennen, das, was eingelagert ist, sind über 96 Panzer. Wir geben von denen 25 ab, inklusive den 96, fehlen bis 56. Ja, ja, ja. Also, es fehlen noch hätten in der Grössenordnung 81, ja, oder? Ja, das ist schon gleich. Das ist so, ja. Ich muss eben ganz klar sagen: die Mehrheiten im Rat sind derart knapp, dass natürlich immer ein bisschen einen Zufälligkeitscharakter hat, wie dann der Entscheid ausfällt. Und da ist jetzt der Wähler am Zug. Jetzt ist dafür zu sorgen, dass im Oktober dieses Jahr die Mehrheit einfach ändert. Dann ist natürlich dann viel möglich. Wenn man eine sichere Mehrheit hat für die Armee. Ich meine, jetzt hat man all die Linken, die an sich gegen die Armee sind und sind jetzt zwar halb dafür, aber sagen, verschenken sie gerade.
Das ist jetzt die Ausrede für die Linke. Aber jetzt müssen wir dafür sorgen, dass er am 22. Oktober die Mehrheit ändert. Und zwar zugunsten der Schweiz, zugunsten der Eigenständigkeit der Schweiz und zugunsten der Schweizer Armee. Also wir haben noch etwas Zeit für zwei, drei Fragen. Nachher gehen wir dann ein Apero persönlich diskutieren. Zuerst Sie und nachher Sie. Ja. Okay, eine kurze Frage. Der Leo 1 und 2, das ist eine Masse von Panzer. Was würde jetzt passieren, wenn die in der Nacht in die Luft gesprengt werden? Und wir wissen nicht genau, wer es gemacht hat. Die sind ja wahrscheinlich, hat sie wahrscheinlich keinen Treibstoff drin. Also die müssen wir ja jeden einzeln, oder? Das ist vermutlich also sind, schwierig. Also die Leo 1 haben wir ja, das sind die in Rom, die gehören ja nicht uns. Lassen wir die mal weg. Ja, die werden, auch die können gesprengt werden. Schon, aber die sind nicht, die sind einfach im Besitz von der RUAG, aber nicht von der Schweiz. Also dort muss man dann vorsichtig sein, dass man es nicht vermischt. Darum spielt dort das Kriegsmaterialgesetz okay, nicht drin. Wer sprengt die sprengen? Kümmern sich nicht um solche Details. Nehmen Sie das mal an. Also Sie haben keinen Treibstoff drin. Ich hoffe sehr, dass die entsprechend so gelagert sind an einem Ort, wo das, ich sage es jetzt mal, einigermaßen sicher ist. Man hat die Frage gestellt, auch da haben wir nicht ganz eine präzise Antwort bekommen. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil die Kamera läuft. Wird ein Augenschein nehmen. Sehr gut. Ja. Das darf ich als Präsident, du weißt das. Herr, der hat recht. Ja, ja, ich habe noch viele Fragen, aber ich muss gerade die wenigsten drin. Ich bin in der Zeit, wo der Samuel Schmidt nach Bundesrat war, in der Schachenallee, in Aarau. Ich hoffe, es war ein Herr von da hinten. Er war schon wieder mal zu jung, der Mauro. Ich war dann gesehen. Das ganze Militärkader ist dort gesehen. Der Samuel Schmid hat dort kommen sollen. Aber der Sir muss nicht kommen, sondern auch der Bundesrat. Das wissen wir nicht. Er ist durchgesichert von den Herren Obersten. Wir haben namhaften diskutiert. Namen weiß ich nicht auswendig, aber ich habe das ganze Programm noch. Jetzt habe ich an Herrn Maurer oder an ihn eine Frage. Was hat die Schweizer Armee heute noch für eine Schlagkraft? Das muss ich sagen. Was hat der in Brüssel zu tun? Ja, die Frage von der Schlagkraft ist wichtig. Jetzt müssen wir die beantworten. Also, ja. Ja, das ist eine schwierige Frage. Die Frage ist vermutlich eine der meistgestellten Fragen in der Sicherheitspolitischen Kommission. Natürlich aus der unterschiedlichen Lager ist sie auch unterschiedlich gestellt. Ich nehme es jetzt mal von uns gestellt. Thomas Schüssli hat ja mal in einem Interview gesagt, dass die Schweizer Armee, so wie sie jetzt zu Wege ist, ihren Auftrag gemäß Bundesverfassung im Fall von einem Angriff direkt auf die Schweiz nur ein paar Tage könnte sicherstellen. Das ist die Aussage von Thomas Schüssli. Ich sage an der Politik, an uns, ist die Aufgabe, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Armee den Auftrag gemäß Bundesverfassung ausführen kann. Das heisst, wir müssen die entsprechenden Gelder sprechen, da sind wir gut dran. Dort ist eher die Hersteller, die uns einen Strich durch die Rechnung machen. Und wir müssen vor allem schauen, dass die Alimentierung, also dass der Personalbestand von dieser Armee wieder raufgeht. Und das ist der schwierigere Weg. Da müssen wir mit der Wirtschaft gehen, da müssen wir am Zivildienst umrütteln, in welcher Art auch immer. Die ich habe es vorhin am Anfang gesagt, die 600'000 Mal, die wir hatten, die erreichen wir nicht. Oder lang. Wie viel? 800'000. Korrekt. Oder 800'000. Ich nehme es jetzt aus dem, also vor der ersten Armee-Reform, dort waren es 600, das erreichen wir nicht. Aber wir haben einmal gesagt 120, wir haben jetzt im Parteiprogramm mal 250 drin, einfach um auch ein Ziel haben, dass man auf ein Ziel muss anschaffen. Ich meine, die Zeit Samuel Schmid habe ich erlebt, ich war in der Sicherheitskommission. Wir haben dann zumal die Frage immer so gestellt, ist die Armee in der Lage, die wichtigste West-Ost-Achse
Also Bodensee, Genfersee, kann sie die sichern? Und was passiert, wenn auch an der Achs Basel Giasso noch etwas los ist? Und da muss man damals hat man müssen eingestehen, es ist also nicht einmal möglich für die Achs Genf Rorschach, dass man die voll absichern könnte. Ich meine, da muss man sich im Klaren sein, wenn jetzt der Gutwille vorhanden ist, Fehler zu verbessern, Lücken, die man aufgerissen hat, wieder zu füllen, das geht natürlich nicht nur Monate, das geht Jahre, selbst wenn man konzentriert dahinter geht. Was aber der Fall wäre, wenn man wirklich konzentriert dahinter geht, dass das Land wird spüren, die nehmen den Sicherheitsauftrag ernst. Und das würde natürlich die Schweiz als Land sofort stärker erscheinen lassen. Das ist jetzt auch eine wichtige Aufgabe, die natürlich die haben, die hinter dieser Armee stehen. Jetzt ist noch ich erlaube ein... mir, ja, Ueli, ich erlaube mir gut, ja. Gleich noch etwas sagen. Wir haben den sogenannten sicherheitspolitischen Bericht. Jetzt denkt jeder da rein, der Bericht kommt von der Armee. Ja, der Bericht kommt nicht von der Armee. Der kommt von dem Büro Amherd, von dieser Pelvi Pulvi, die ewig in Brüssel ist, von dieser Sicherheitschefin. Ich wünschte mir einen Bericht von der Armee, und zwar ausschließlich, wo von der Armee direkt ans Parlament kommt, wo ich dann eben sehe, wo dass man konkret Geld investieren muss. Oder Objektschutz, der kaum vorhanden ist, bewaffnete Drohnen und so weiter. Oder? Aber da haben wir jetzt mindestens mal eine Mehrheit gehabt, um den Druck zu erhöhen, dass der Bericht nicht jedes Mal von irgendeinem Büro, von irgendeiner Bürofrau geändert wird. Seinerzeit ist der Bericht vom Herrn Katrina gekommen. Ja. Und dem Herrn Katrina, seine Partnerin, ja. Die hat so geheissen, wie die, die den Bericht heute schreibt. Muss man einfach auch wissen. Ist das so? Ja, natürlich. Aber sie hat den Partner gewechselt, als er in Pension gegangen ist. Ja, bitte. Das ist jetzt die letzte Frage. Noch kurz. Geschätzter Mauro, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Und ich möchte mich noch anschliessen an den Herrn da vorne. Seinen Namen. Ich bin Andi. Andi, warum das Parlament nicht reagiert und Politiker? Der Bericht, wo der Bundesrat die Medienmitteilung vom Bundesrat vom 2. Juni über den Schlussbericht über die WEA ist eine wahre Katastrophe. Und da wird gelogen, als ob es überhaupt keine Spezialisten hat in Bern. Wenn ich auch 2000 Dienste gemacht habe, war bei den Panzer. Ich weiß, von wem das man redet. Aber warum reagieren Politiker nicht, wenn der Bundesrat so einen Scheiß publiziert in den Medien und die Bevölkerung glaubt dann, aha, unsere Armee ist bereit. Und ich war dreimal beim Süssli an einem Vortrag, da hat er gesagt, wenn der wegen dem Zivildienst so weitergeht, haben wir im 2029 keine Soldaten mehr. Hat der Süssli gesagt. Du brauchst gar keinen Zivildienst, also. 75 Schutz, kannst Frau werden, du musst keinen Dienst machen. Was ja inzwischen in der 2 Minuten passiert ist, hat es einen ausprobiert. In der 2 Minuten hat er es gehabt. Jetzt würdest du vielleicht noch zu einem Schlusswort dich äußern. Es freut mich außerordentlich, und das merke ich an der Diskussion, dass es Leute gibt, die eine andere Richtung gehen wollen, wie die Politik der Frau Amherd, Richtung Brüssel, die sagen, jawohl, wir müssen festheben an der Neutralität, das sind nämlich sie. Jetzt ist es wichtig, dass wir die Leute, die das dann auch umsetzen in Bern, können entsprechend stärken. Dafür bitte ich um eure Stimme für unsere Listen. Ich habe es vorhin gesagt, in diesen Kantonen. Und dir, Ueli Schlür, möchte ich recht herzlich danken, dass man die Möglichkeit hat, an so einem Vortrag diese Punkte auch zu diskutieren, aufzuzeigen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man ein bisschen sieht, was im Moment so passiert. Ich möchte recht herzlich danken für die Organisation, die Elisabeth Liebe gemacht hat. Ich habe mit ihr Kontakt gehabt. Auch das ist nicht selbstverständlich. Das ist immer ein riesen Aufwand und ich fühle mich sehr geehrt. Danke vielmals. Jetzt möchte ich Ihnen zum Schluss noch einen echten Schweizerzeit-Standpunkt vermitteln. Ja, das hat ja da so
renommierte Politiker gegeben, die gesagt haben, ja, wer jetzt neutral ist, ist eigentlich eine feige Haltung. Er nimmt nicht Partei. Meine Damen und Herren, der Neutrale nimmt Partei für die, die jetzt in den Keller hocken müssen, weil oben Bombardement stattfindet und ihr Eigentum kaputt machen. Sie nimmt Partei für diejenigen, die nicht freiwillig, sondern weil sie müssen ihr Leben lassen, sich verstümmeln lassen oder was auch immer da passiert. Und ich habe jetzt in der nächsten Schweizer Zeit dann Konsequenz daraus formuliert. Wenn die Schweiz schon meint, eine Botschafterin von ihr müsse in dem Sicherheitsrat hocken da in New York, wo sie ja ständig schwätzt, sie hat schon über 150 Erklärungen dort abgegeben, dass sie wenigstens im Auftrag vom Bundesrat jede von ihren Stellungnahmen abschließt. Ich denke da natürlich an alten Cato im alten Rom mit seinem berühmten Keterum Censeo. Soll sie sagen, im Übrigen, im Auftrag von der Schweiz, halte ich fest, dass die Schweiz in Wort und Tat ein neutrales Land ist und ein neutrales Land bleibt und sagt, Konflikte zwischen Staaten gehören an Verhandlungstisch. Und dafür sind wir als Schweizer bereit, das zu bieten. Am Verhandlungstisch werden Konflikte ausgetragen und es wird weder Eigentum vernichtet, noch werden Leute geopfert für das. Das ist der Standpunkt vom neutralen Land, wo, wenn wir schon dort sind, jeden Tag sollte zum Ausdruck gebracht werden. Damit lade ich Sie jetzt ein zu einem Apéro mit Gespräch selbstverständlich. Man kann gerade da hinten durch die Türen die Stegen ab und im unteren Saal steht er parat. Einen schönen, kühlen Weissen und auch anderes, wo man geniessen kann. Danke, dass Sie gekommen sind. Wir sehen uns hier.